stand auf zu ihm. Also zur Begrüßung, hm? Als er reingekommen ist. Zur Begrüßung und aus Freude. Das tritt nicht in das Verbot ein, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, in dem Hadith, in dem er sagte, man habba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Er möchte, dass die Menschen für ihn stehen, der soll sich seinen Sitz im Feuer nehmen. Das Stehen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, ist aber nicht das, was hier die genannte Person getan hat. Wenn man aufsteht, um jemanden zu empfangen, wenn er kommt, um ihn zu empfangen, dann ist das legitim. Manche sind sogar der Auffassung, dass es mustahab ist, je nachdem, wer das ist, wenn es eine geachtete Person ist, wie die Eltern oder so. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte hier, wer das Aufstehen, das ist das, was man bei den Königen gemacht hatte. Alle stehen und er sitzt. Keiner darf sitzen, alle stehen um ihn herum. Wie so Statuen und Götzen stehen sie um ihn herum. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint. Nicht derartiges Aufstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ja auch anwesend hier, oder? Er war auch anwesend. Hat er irgendwas gesagt zu der genannten Person, zu Talha? Setz dich hin, du darfst nicht aufstehen, wenn jemand reinkommt. Das ist eine Geste, eine Form der Begrüßung und legitim.